Hallo von Tropica Verde, heute geht's los auf der Reserva Quincaillou. Wir haben hier Duaro und Helfer, um die ersten künstlichen Ara-Nester zu etablieren. Wir sind jetzt mit dem Auto hier vorgekommen. Wir werden jetzt in ein Gebiet gehen, das hier hinten zu sehen ist. Wir müssen dazu erstmal einen Weg freischlagen. Und hier hinten, da sollen die künstlichen Ara-Nester aufgebaut werden. Und heute werden wir erstmal analysieren, wie man am besten hochkommt. Hier ist ein riesiges Ameisennest von den Blattschneiderameisen. Wir sind jetzt relativ nah an dem Baum, wo wir hinwollen. Das ist nicht so ganz einfach. Wir müssen hier uns den Weg freischlagen. Hier vorne ist der Baum, um den es sich dreht. Das ist ein Eudemono, der geht ca. 70 Meter, 60 Meter nach oben. Und ganz da oben in den Baumkronen wollen wir die Ara-Nester etablieren. Duaro ist Spezialist dafür und wird alles dafür tun, dass das funktioniert. Das war's von Tropica Verde. Später werden wir sehen, ob die Nester installiert werden können und ob irgendwann die Aras auch einziehen. Bis dann.